So, Aufnahme starten. Wir suchten weiter mit Genshin Impact. Ja, sag es. Sprich es aus. Wir vernachlässigen mal diese kleine Nebenquest. Wir haben ja Kulei jetzt, erhalten. Sprich, wir werden heute ein bisschen noch kurz, die Welt erkunden. Denn ich möchte noch dieser eine Boss, machen, wo man, wo ich Kulei leveln kann. Hä? Oh. Warum, weil ich da weiter suchte? Ja, damit ich Kulei weiter weiter leveln kann. Yuminya muss halt warten, bis sie 80 werden kann. Was ist denn das? Riesenschmetterling oder was? Ui. Da oben ist wieder eine kleine Nebenmission. Was ist denn das? Wir lassen das mal. Oh. Da wird wieder ein Transportballon angegriffen. Guten Tag. So. Dem Typen haben wir wieder aus der Patsche geholfen. Wir nehmen noch die Kiste da oben mit. Aua. Da mache ich euch halt alle so fertig. So. Dann ist hier Schluss mit lustig. Ja, da unten ist ja die Sphäre. Geil. Bedeutet irgendwo ja, da. Ich hol Kulei raus. Aber ich sehe schon, ich habe sie in der falschen Reihenfolge gemacht. Okay, es gibt in dem Fall irgendwo noch einen vierten. Ah, hier. Also, das ist eins, das ist klar. Dann ist das hier zwei, das ist auch klar. Und da oben haben wir die Nummer drei. Und da die Nummer vier. Einfache Kiste, wie ich es mir gedacht habe.
Ja, so denke ich auch. Dildo und Aqua. Aber das machen wir ein anderes Mal. Denn wir wollen die anderen Dinger, falsch. Wir wollen nämlich, den Boss von, Clay raussuchen. Damit ich den im Privaten, wegklatschen kann. Um, wie schon erwähnt, Clay zu leveln. Damit ich bestenfalls sie benutzen kann. Ist das da oben? Nee. Ach, das ist bestimmt unter der Wurzel. Na komm, ich nehm's noch mit. Warum müsste ich danach... Da, guck, sagte ich doch, ist unter der Wurzel. Oder ist wieder so ein, oder vorne auch. Wie die auch noch ihre Schnäbel aufmachen wie Krokodile. Oh. Einmal kurz einen Windcharakter rausholen. Ich glaube, da hole ich jetzt aber Sekiros raus. Um hier mal die Blätter wegzuwischen. Keine Achievement, schade. Okay, dann wird wieder umgewechselt. Dann gehen wir da diese Baumranke hoch. Folgen dann die Straße weiter bis zum großen Teleporter. Ach hier. Lol. Yuki,
Hä, wo kommt der jetzt auf einmal her? Schönes Ding. Wir bekommen als Belohnung auch eine Kiste. Dann macht das da einsammeln. Pfirsiche. Und dann schreiten wir mal mit Ayaka hoch. Sogar eine bessere Truhe. Also damit dieser Streitaxt hier, der hat richtig ordentlich Power. Der hat richtig Bock. Er hat der nicht gerade noch mal was abgelegt? Na egal. Sorry Ayaka, ich muss dich unterbrechen, aber ich muss hier einen Kranken. Oha, Riesenbäume. Na, das ist sowas. Gut, dass ich hier Mania gerade des Öfteren benutze. Gibt zwar bisher nur ein so ein Dingsterbumster, aber ist machbar. So, dann zeige mir, was in dir steckt. Puff. Da ist wieder ein neues Stadtgebiet. Paradise Dayai. Okay. Und da Karawanen Rebiat. Und dann hier endet die Geschichte. Und es ist immer noch kein Dings zu sehen. Immer noch keinen zweiten Boss. Weil ein Boss haben wir ja da oben. Aber das entspricht nicht den Items, die ich brauche.
Sprich, dann müsste ich zum nächsten hingehen, dorthin. Dann nehme ich noch den Teleporter mit. Und was haben wir hier? Ich glaube, dann schnappe ich mir zuerst das und gehe dann da runter. Oh, diese Feuerdrach... Segel der Steinsäulen. Diese einzigartigen Steinsäulen scheinen der Schlüssel zur Versiegelung bestimmter Ruinenmaschinen zu sein. Benutze Pyrokraft, um die Energie in ihnen zu neutralisieren, was dann die Maschinen von ihren Versiegelungen befreit. Nun, aber normalerweise sollte man solche Monster lieber nicht entsiegeln, oder? Ja, vor allem, weil da noch ein paar Hürdlichtel sind, die... dieses Ding noch zusätzlich bewachen. Ich erklimme mal da den Berg. Oh, hi. Machen wir mal kurz einen Prozess. Halt, das ist zubereiten. Das verbrauche ich. Im Baum drin wahrscheinlich. Oder? Ah nein, hier unten. Okay, funktioniert nicht, weil hier... das hier ist. Halt. So, bevor sie hier drauf geht, mache ich noch schnell den hier. Jetzt kommen da auch noch zwei. Natürlich, die sind schon am Arsch. Jetzt muss ich irgendwo noch mal so ein Dingsterbumster. Hier.
Autsch. Was ist denn das? Hui. Bevor du drauf gehst, kriegst du einen Döner. Halt. Ja, klar. Yuki o mae. Sabaki no ikazuchi. Richtung. Mikirimashita. Vielleicht kann ich den genau vom Himmel schießen und dann gebe ihm den Rest. Items. Sehr schlecht. So, und jetzt muss ich das da unten wahrscheinlich neutralisieren. Perfekt, und da ist jetzt das da. Ruinendrache, Himmelswächter. Ja, gegen den haben wir gerade ein bisschen gefightet. Komme ich da auch wieder hoch? Da ist irgendwas versiegelt wieder. Naja, das erforsche ich ein anderes Mal. Oder es führt zu dieser Sphäre, dann erforsche ich es doch jetzt. Was haben die denn da alles versiegelt? Wie tief geht's denn da bitte runter? Und ich glaube, ich hätte doch viel lieber oben bleiben müssen. Ist mein... Ah, okay. Dann muss ich halt dort wieder zurück. Oh, das haben wir übersehen. Oder ich zumindest. Natürlich führt ihr in eine andere Richtung.
Dann gehen wir locker flockig wieder mal zurück und hoffen, dass ich dieses Mal die richtige Ausfahrt nehme. Wie es aussieht, ist die Sphäre doch irgendwo da unten. Und man muss das eine Rätsel da dann lösen. Aber soweit bin ich noch nicht. Ach, wobei. Ich bin jetzt schon eh nah genug an dem da dran. So sieht man die Stationäre aus der Ferne mit dem großen Baum. So, letzte Statuette, glaube ich. Oder auch nicht. Da ist der Vogel, den brauche ich. Aber warum ist das dann nicht? Okay. Ja, aber das ist das neue Gebiet Cimera. Doch ganz schön groß. Ist so, wie dieses Gebiet hier bei Mondstadt ungefähr. Da ist dieses Maschinenteil, wo wir kurz gesehen haben. Also dann einmal das da aktivieren dann. Ah, warte. Lass mich raten, hier kommt dann das Wüstengebiet bei 3.1 oder so. Habe ich überhaupt, ja, habe ich. Ich habe 60. Dann kann ich mindestens einmal das Viech zerkloppen. Da tanzt wieder eine. Den Spaß müssen wir leider unterbrechen. Ach, und für die paar Lulatsch-Typis kriege ich nur eine einfache Truhe. Habe ich
Behalt deine Schüsse bei dir. Schönes Ding. Guck, da sieht man, glaube ich, schon ein bisschen von der Wüste. Ah, da. Direkt vor der Nase. Da nehme ich gerade diese Anhöhe und dann rüberfliegen. Dann nehme ich diesen Sprungpilz und dann rüberfliegen. Was wird da gefangen gehalten? Ein Drache. Kann ich alles privat machen. Oder ein anderes Mal. Die habe ich jetzt nur vernichtet wegen dem Geister-Dingsbums da. So, danke für deine Gaben. Ich werde sie entsprechend verwenden. Verdammt. Hä, der droppt nix? Dann droppen wir halt die ganzen Sachen an. Hier ist ein Drop. Schon wieder so ein Verfallsgebiet. Hä, was will das Viech jetzt auf einmal? Das ist nur eine einfache Truhe. Lasst mich in Ruhe. So, den Verfall da oben mache ich aber ein anderes Mal. Ich muss weiter. Hab nicht für alles Zeit. Nigemichi wa arimasen.
Kiste hole ich mir gleich. Das gibt eine fette Belohnung zum Abschluss. Muss ich da jetzt runter auch noch? Ich komme ja hoffentlich wieder hoch. Jetzt nicht damit erreichen. Toll, ich kann ja nicht wechseln. もしまいや。失礼。裁きの雷。稲光。すなわち永遠なり。踊りなさい、神里流。 Ich wollte gerade wechseln. Stimmt ja, der ist tot. Oh, kannst du mir auch nicht sagen, dass ich... Wir hier mal alles. Wieso sieht so seine Augen eliminieren und dann das ganze Viech. Jetzt muss ich dann ohnehin
Na, wenigstens eine wertvolle Truhe für die ganzen Strapazen, die ich hier erleiden musste. Der düstere Wald hier mal wieder. Dann nehmen wir glatt doch den Teleporter da oben auch gleich mit. Oder auch nicht, wenn der irgendwo unten sein soll. Dann ist der wahrscheinlich auch irgendwo in so einer Untergrundhöhle. Man kann also doch hier rumlaufen. Mehr oder weniger. Dann ist das, wie man sieht, die Wüste. Kann ich ja da hoch und dann über den Berg. Da oben ist so ein Schlüsseldingsbums da. Oh, krass. Und dann da hinten. Das ist also hier irgendwo. Wohin führt mich das? Ah, zum Gockel wahrscheinlich. Aber ich will zuerst den Teleporter aktivieren. Boah. Felsenriff. Oder Holzriff. Ich habe noch sowas. Sabaki no Ikazu. Aua.
Okay, bedeutet, den Teleporter kann ich jetzt aktivieren. Gut. Wohin führt dann das? Vielleicht dort raus oder so. Also Hero Boy, ich würde behaupten, ich schick die Look mit ins Team. Vorsichtshalber, um diese Kreatur da unten zu vernichten. Ikoka. Da unten geht's ja noch weiter. Einmal Feuer bitte. Einmal Leiter bitte. Einmal Leiter bitte. Und dann mache ich nur das da. Eine was gefiedere Pilzbestie. Eine weiterentwickelte Pilzbestie. Wenn sie Elektroangriffe erlitten hat und von der Reaktion Wildwuchs betroffen ist, sammelt die Ladungen für einen aktivierenden Modus an, die allerdings durch Pyroangriffe reduziert werden können. Wenn die gefiederte Pilzbestie die maximale Ladung für den aktivierenden Modus erreicht hat, tritt sie in den aktivierten Modus. Indem sie stärkere Angriffe ausführt, bis sie erschöpft ist, befindet sie sich hingegen nicht im aktiven Modus, wobei sie bei Pyrokraft betroffen ist, wird die in Flammen verdorren und dabei Sporen verbreiten, die sich in Pilzbestien verwandeln, um diesen Status zu entkommen. Okay. Also das, was sie gerade macht. Ganz kurz mal. Ich glaube, das nächste Mal schicke ich. Wobei ich schicke doch nicht Jürmenia in den Ruhestand wegen den Pilzdingern da, die fliegen. Also Elektro ist nicht so effektiv bei dir, wie es aussieht. Schönes Ding. Boah. Jetzt kann ich sie aber dann weiterstufen, meine Kollei. Ich brauche nur 10 von diesen Pilzdingern da. Dazu müsste ich in diese Region gehen. Schönes Gold.
und dann hier und dann hier ein bisschen nach Pilzen suchen. Weil hier sind die blauen Pilze und hier kann man sie doch sicherlich irgendwo holen. Das da meine ich doch. Ein falscher Charakter. Okay, da haben wir Nummer 2. Da ist Nummer 3. Da habe ich was vergessen. Da ist Nummer 3. Wenn ich hochkomme. Nummer 3. Huch. Da ist ein Pilz im Weg. Komme ich da hoch? Ja, aber ich würde da nicht weiterkommen. Ah! Es kann so einfach sein, wie es aussieht. Habe es nicht nachgezählt. 4, glaube ich. Ich glaube, wenn ich hier weiter... Ja, da ist diese Elektroblume oder was auch immer das ist. Okay, so sieht die also aus. Aber das beim nächsten Mal. Denn ich bin ja auf der Suche nach... Pilzen. Nach blau schimmernden Pilzen, die wir nicht verzehren, sondern verschenken. Also die Hälfte haben wir schon. Warum funktioniert das nicht? Ach so. Deswegen. So, dann nochmal nach oben. In der Hoffnung, dass ich da irgendwo so ein Pilzdingsbums da vergessen habe. Ich sehe nichts, was da ist. Tanzt!
Hier bin ich sozusagen wieder draußen. Aber... Interessant, dass die ein bisschen miteinander verbunden sind. Da oben wahrscheinlich. Das da oben. Wobei, hat ja bisher immer geholfen, dass sie dabei war. Halt. Hä? Ich dachte, das würde dann jetzt gehen. Na dann. Wenn wir ihn schon mal ausgerüstet haben, fliegen wir dorthin. Oh. Habe ich gar nicht gesehen. Dahin. In dem Fall so. Wo könnten denn noch blaue Pilze sein? Gesehen. Komme ich da hin? Oh, da ist kein Pilz. Hallo. Sollst du hochgehen, bitte? Okay, ist hier kein Pilz dran. Wie viele fehlen noch? Drei. Was ist denn das für ein Fliegeding?
Triana-Samen. So wie die Triana-Samen Kreaturen haben, so wie die Triana Trilakische Kreaturen haben, auch die Triana-Samen die verborgene Gegenstände freilassen können. Eine verdorrten einfach mit mit Pyro wieder abschießen, oder? Starten. Okay. Ich jetzt das raus? Oder war es schon das damit? Pilz. Die Nummer 8. Da ist der nächste Pilz, die Nummer 9. Konnte ich die vorher übersehen? Noch höher. Hä? Ah, unter mir. Hui. Okay. Von oben so ganz normal und dann von hier so richtig Pilzregion. Pilz, aber das nehme ich auch mit. Schade, dass nicht bei jedem Ding so ein Pilz ist. Aber einer fehlt mir noch. Einer fehlt mir noch, dann habe ich es endlich. Hier ist das mit... Welche Sphäre ist denn da? Ah, so eine.
So. Dann rüste ich mal kurz Kolei aus. Dann würde ich sagen, das hier ist die 1. Oder ist dann jetzt egal, welche Reihenfolge? Da zeigt geradeaus. Oder na, oder es geht von hier wahrscheinlich. Weil das leuchtet. Dann muss ich das da zum Schluss machen. Dann kann ich es weitermachen. Okay, jetzt ist alles resettet. Also zuerst das, dann das darüber. Würde ich jetzt mal vermuten. Dann das da. Dann das hier. Und das hier. Nice. So. Jetzt habe ich das erreicht, aber ich habe meinen letzten Pilz noch nicht erreicht, gell? Ja, der letzte Pilz ist noch nicht erreicht. Stimmt, sieht man eigentlich hier schon der neue Gleiter? Ja, hier. Oh, der sieht so geil aus. Den brauche ich dann unbedingt für Kolei. In der Zwischenzeit würde ich die Flügel nehmen. Dann nehme ich da wieder den Flugexpress 3000. Und suche nach dem letzten Pilz. Der Pilz, wo ich gesucht habe, aber wenn das hier auch so ist, hier vielleicht da. Nice. Puh, jetzt sind alle Bemühungen geschafft. Die paar Pilze nehme ich auch mit für das nächste Mal. Hey.
Türmen weg hier. Jetzt habe ich alles erreicht und habe doch noch ein paar Pilzchen gefunden. Naja, dann gehen wir zurück. Wir tun bei Sumeru die Sachen schmieden. Wenn es schon eine neue Stadt gibt, sollten wir auch dort ein bisschen schmieden. So, herstellen. Denn ich brauche das hier. So, meine Liebe, du kannst hochleveln. Kann ich dich auch schon auf Stufe 50 kriegen? Schönes Ding. Dann tun wir noch ein bisschen Artefakte hochstufen. Oh, ich hab schon alles. Hatte ich nicht noch ein 5-Star von einem Artefakt? Ich hatte doch so ein sowas hier gekriegt. Egal. Die Artefakte bei Kolei sind jetzt bisher auf Stufe 10. Die, wo sie bisher hat. Und ja. Somit ist unsere Kleine schon Level 50. Gut. Dann war es das fast mit der Folge, weil mir fällt gerade noch was ein. Gebete. Drei Stück sogar. Nämlich hier habe ich ein 10er Gebet voll. Okay, das kam jetzt unerwartet. Das kam mehr als unerwartet. Hallo, Diluc. Aber den 25 bedeutet, ich könnte mir so ein Schwert oder so holen. Ah, schade. 8 habe ich erst. Huch.
Oh. Okay, cool. Aber ich brauche nichts Episches. Das können wir gleich versenken. Oh. Das können wir auch gleich mit versenken. Für was habe ich das freigelassen? Naja, lasse ich trotzdem vorsichtig mal. Erhöht die Stufe der Fähigkeit Klinge. Sehnende Klinge. Bedeutet, du hast hier... Perfekt. Und das da? Okay. Gut, gut. Dann heißt es jetzt Tschüssikowski und bis zum nächsten Mal. Nur 2 Wochen. Okay. Das war doch mal länger, oder nicht? Na dann. Wie gesagt. War was? Naja, ich schalte ab. Oder? Oder tue ich noch ein paar Artefakte farmen privat? 3 Stück. Ja, kann ich machen, muss ich aber nicht. Also dann, tschüss. Boah, 1 Stunde 20 habe ich aufgenommen schon wieder.